brennt die Raffinerie? Nee, alles gut. So, die lasse ich jetzt einfach optional arbeiten. Tut es nicht, dass ich deine Kraftwerke aufreibe. Das tut mir aber leid. Ja, war klar. Aber ich glaube, wir kriegen unsere Gegner hier ganz gut ran. Ja, U-Boot sieht das nicht. Scheiße. Mist. Müssen wir tatsächlich Flachs hinjagen. Ah, so geht's auch. So geht's auch. Eieieiei. So wie sieht's hier aus? Ihr seid beide immer noch am Leben. Wahnsinn. Ja, natürlich. Oh, lass mal, die sabotieren ganz gut. Also dafür, dass sie nur als optionales Kommando gedacht waren, haben sie gut reingehauen. Mehrere Kraftwerke ausgeschaltet, das dürfte den Gegner schon mal gut schwächen. Doch, doch, also das dürfte den Gegner gut mitgenommen haben. Ah, die Kraftwerke leben immer noch. Ach, guck mal an, das gehört mit dazu. Ja, das wäre ja, was wir gleich platt machen. Magnetsatellit bereit. Ja, dann haue ich da gleich die Vakuumbombe rein. Dann dürften wir Zugang zu unserer Luftwaffe haben. Endlich. Wird auch Zeit, dass sie kommt. Instrument der Zerstörung. Dann brauche ich wahrscheinlich meine Apokalypse-Panzer gar nicht mehr. Sehr gut. Vakuumbombe, ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhauen. Wird zwar wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig erwischen. Doch! Sehr gut. Wunderbar. Endlich. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wurde auch Zeit. Wird gebaut. Macht euch bereit auf die Macht der roten Luftwaffe. Und ich werde hier mal ein paar Flachs bauen. Ich habe die Schnauze voll. Jedes Mal kommt er da angeschissen mit seiner Scheiße. Angeschissen mit seiner Scheiße. Wisst ihr Bescheid? Ich? Okay. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Der kommt schon wieder, die Sau. So ein Ferkel aber auch. Mann, schlimm. Nee, ich baue keine Kirovs. Die sind mir zu lahmarschig. Die sind mir leider zu lahmarschig. Ansonsten sehr gerne. Aber so, nee. Und wir haben gut Geld dadurch angehäuft. Das ist sehr gut. So, und dann bauen wir ordentlich Twin Blades. Vorbereitung für den finalen Schlag. So, ich speichere mal kurz. Es sieht ja echt gut aus. Also so wie es aussieht, sollten wir das gleich fertig haben. Ich werde jetzt meinen Gegner noch ein bisschen ärgern. Mal gucken, kommt das Ding da ran? Nee. Jetzt kommt es ran. Nein! Scheiße. Kleinen Moment. Den Fehler muss ich mal eben korrigieren. Das ist inakzeptabel. Das geht ja gar nicht. Ich beschütze bestimmt nicht meinen Gegner. Das hat er gar nicht verdient. Ja, gleich nicht mehr. Sehr gut. Mensch, super. Das hat ja super geklappt. Alles ausgeschaltet hier. Sehr gut. Feindliche Einheit
Und er hat nur noch eine Fabrik, das heißt, so viel kriegt er nicht mehr. Ach, guck mal, das ist auch in sein. Ah, okay. Hätte ich auch mal zerstören sollen. Naja, gut, habe ich jetzt nicht. Aber merkt ihr was? Seine Angriffe haben gewaltig abgenommen. Gewaltig abgenommen. Er greift nicht mehr so intensiv an. Was soll ich tun? Tja, scheiße, ne? Freundchen? Inspektion abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Ich werde das mal ein bisschen beschleunigen hier. So. Ja, die kann ich mir jetzt eigentlich verkneifen. Ich mach das jetzt mal so wie mein Kollege und misch mal ein bisschen. Auch wenn das eigentlich gar nicht mehr erforderlich ist. Kommt jemand mit? Ja, du bist noch nicht in gutem Zustand, aber... Oh, du mit deinem scheiß Sigma Harmonizer, aber der nützt dir nichts nicht mehr. Nix mehr. Jetzt nützt er dir nichts mehr. Euch lasse ich stehen. Die kann ich aber verheizen, weil die Luftwaffe ist aufgebraucht von ihm. Seine Luftwaffe ist aufgerieben. Eine Einheit wird angegriffen. Oh, der arme Delfin, ey. Voll rein, ne? Ah, mal sehen, was wir noch freiräumen können. Ah ja, Riptides nutzt er, okay. Halt. Okay. Ja, nach den Sowjets werde ich anfangen mit den Alliierten. Also genau mit denen, mit der Fraktion, mit der wir hier gerade zocken. Echt Zufall eigentlich. Aber ja, dann sind die dran. Und dann schauen wir mal, wie wir dort voranschreiten werden. Alter, das hat aber gut gesichert, wa? Was machst du da? Oh, bist du blöd, ey. Statt eine Runde zu drehen, solltest du das Scheißding anvisieren, du Vollidiot. Aber wenn du dafür schon zu blöd bist, ganz ehrlich, dann hast du auch selber Schuld. Mein Gott, nochmal, so blöd kann man doch nicht sein. Warum hat er eigentlich hier einen Flugzeugträger, sag mal? Kann doch nicht angehen. Ja, das lief ja gerade ganz toll. Nicht. Aber man sieht, die Zerstörung der Basis hat ihn schon gut geschwächt. Nix hier, Flugzeugträger, spinnt's ja wohl. So, es wird Zeit, es zu beenden, Freundin. Das machen wir jetzt auch. So. Dann überlege ich mal, ob ich das direkt dann weitermache. Aber ich denke mal ja nicht, weil ich muss ja alleine auch schon den Schnitt machen. Ja, natürlich. Ein Future Tank. Leicht zerstören. Die erinnern mich übrigens an diese eine, wie hieß die Einheit noch von den Harkonnen? Devastator hieß der, glaube ich, ne? Ich glaube, der hieß Devastator. Und noch ein Harbinger Pilsener. Und tschüss. Ja. Sehr gut. Erstmal nehmen wir ihn seine Geldquelle. Er braucht kein Geld. Ist zwar schade, dass sie zerstört werden müssen, aber naja. Ist mal so. So. Auch wenn sich das mit dem Bonusziel da oben eigentlich erübrigt hat, werde ich da trotzdem nochmal einen Ingenieur hinjagen. Ja, ich weiß, es wird jetzt alles dauern. Hast du da was verloren? Das tut mir aber leid.
Das ist doch garantiert besetzt. Fliegt man da hin, da hat er bestimmt was sitzen. Garantiert. Unzureichende Mittel. Geldprämie bereit. Eiserner Vorhang bereit. Der eiserne Vorhang ist einsatzfähig. Sehr schön. Ja. Jo. Oh, das ist aber ein interessanter Bug hier gerade. Das Ding arbeitet immer noch. Ah, hat's dir Spaß gemacht, meine Luftwaffe schön zu schwächen? Ja? Schön. Denn jetzt ist Feierabend für dich. Wo ist der Feind? Eine Einheit wird angegriffen. Sie verdienen keine Gnade. Nähern uns Ziel. Irgendwas gesehen? Lass sie nicht entkommen. Schaltet sie aus. Ja, da kommst du nicht mehr ran, ne? So ein Scheiß aber auch. Oh, findet er doch noch eine Lücke, wo er reinkommt. So. So viel dazu. Mann, 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 Mann. Statuieren wir ein Exempel. Feuert aus allen Rohren. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Ausbildung. Ja, hätte ich bedenken müssen. Habt ihr recht. Hätte ich bedenken müssen, habe ich nicht gemacht. Aber das hat doch gut Geld gebracht. Ja, lass mal die beiden Ölförderplattformen stehen. Die werden wir noch gut gebrauchen können. Wir wollen natürlich was davon haben, ist doch klar. Was gibt's? Ja. Pass mal auf, Twinblades. Ihr kehrt mal dahin zurück, damit ihr mal neu bestückt werdet. Ja, das hätte ich mir jetzt alles sparen können, die ganze Marine. Das hätte ich mir schön verkneifen können. Aber naja, gut. Genau, ihr überwacht mal die Stelle hier. Das werden wir gleich noch angreifen, Freunde. Keine Sorge. Alles gut. Ich werde jetzt nochmal meine Lufteinheiten ordentlich reparieren, damit sie auch hier einsatzfähig sind. Das ist quasi die Rüstung für den finalen Schlag. So, brauchst kein Geld. Aber ich brauche Geld. Dringend. Wir haben doch hier bestimmt noch... Ja, haben wir. Gut. Außerdem möchte ich das Bonusziel gerne mitnehmen, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr brauche. Ja, da, ja. Ich wollte gerade fragen, ich kann das reparieren? Okay. Brauchen Sie einen Ingenieur? Ja, brauche ich immer. So, dann fliegt man los. Marine hat er keine mehr. Er hat keine Luftwaffe mehr, deswegen haben wir ja unsere jetzt im Einsatz. Er hat nur noch seinen blöden Sigma-Harmonizer und der kriegt halt kräftig auf die Fresse, wenn es losgeht. Wir haben den eisernen Vorhang zur Verfügung. Wir haben Apokalypse-Panzer, die wir leider nicht mehr brauchen. Schade eigentlich. Ach, guck mal, da stehen ja zwei. Wir sind ja doch durchgekommen. Wahnsinn. Oh. Okay. Ja, es tötet. Es war so klar. Feindliche Einheiten entdeckt. Ultramagnetischer Satellit bereit. Aber auf mein Protokoll kann ich trotzdem zugreifen, deswegen alles gut. Sehen wir da drüben nach. Unzureichende Mittel. Bohrturm erobert. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Sehr schön. Dann machen wir nochmal Geldprämie, komm. Jo. Dafür kann man den eisernen Vorhang auch nutzen. Die Chronosphäre übrigens auch. Die tötet genauso Einheiten, Fußeinheiten. Lasst sie nicht aus den Augen. Gut. So, dann landen mal die beiden.
Oder lass die beiden, die dreimal landen. So, ja, du gehst da rein, du gehst da rein. Ah ja. Unser Gegner hat ein Spielzeug erhalten. Das dürfen wir nicht zulassen, dass der Gegner das Spielzeug auch hier behält. Das geht gar nicht. Und dann machen wir den Weg frei zum Endschlag. Also, finalen Schlag, nicht Endschlag. Finalen Schlag. Zum Schlag zum Finale. So. So klingt das gut. Endschlag klingt so komisch. Finaler Schlag hört sich besser an. So. So viel mal dazu. Was ist das denn? Kühlturm. Das ist die letzte Fertigungsstätte. Wunderbar. Gute Arbeit. Aber jetzt konzentrieren Sie sich auf den Sigma Harmonizer, bevor er wieder die Zeit anhält. Jupp. Kümmern wir uns drum. Wir kümmern uns da drum. Auch noch. Auch noch. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird an. Da ist der Kommandant, der Sigma Harmonizer. Sie müssen ihn zerstören, bevor Präsident Thornley ihn vollständig aktivieren kann. Und da, genau das ist mein Plan. Schnell, Kommandant. Je länger es dauert, desto länger hält der Sigma Harmonizer die Zeit an. Ja, ich weiß. Ja, du feige Sau, hast mir rein zufälligerweise deine Luftwaffe vor Ort, ja? Mein Gott, nochmal. Einmal möchte ich das mal erleben, dass er seine Luftwaffe nicht nutzen kann. Ein einziges Mal will ich das mal erleben. Werde ich aber nicht. Er hat immer Luftwaffe, weiß ich. Weil er ein feiges Schwein ist. Super. Hab schön meine Lufteinheiten zusammengeschossen. Vielen Dank auch. Ja, natürlich. So, so viel mal dazu. Das läuft doch gut. Jetzt hauen wir den Proton-Collider weg. Die Gefahr ist auch vernichtet. Wieso läufst du eigentlich noch? Vermutlich, weil das Ding als Kraftwerk durchgeht. Kann ich mir so richtig vorstellen. Alles platt. Ja. Na, es hat nur noch ihr beide übrig. Ja, natürlich. Schön, dass meine Einheiten sich immer so schön leicht vernichten lassen. Echt toll. So, euer Sigma Harmonizer gehört gleich der Vergangenheit an. Und damit auch die Sowjetkampagne, die sind gleich durch. Freunde der Sonne. Passt ja, genau zwei Parts. Sehr schön. Das passt hier sehr gut. Werde ich die gleich fertig machen, dann kann ich mich ja wohl gleich schon an die Aufnahme eventuell für die nächsten fertig machen, wa? Mal gucken. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Einheit verloren. Aber das war's für deinen Sigma Harmonizer. So. So viel dazu. Alle Future-Tech-Anlagen sind offline und ihre verbleibenden Truppen versprengt. Kommandant, das war ein wichtiger Sieg. Nein! Was haben Sie getan, Sie Idiot? Ich hätte den Himmel auf Erden erschaffen können und jetzt habe ich nichts. Oh, so ein Scheiß am Auge. Ja! Die Sowjets sind durch! Jawohl! Ich kann Ihnen versichern, dass der Aufsichtsrat von FutureTech nichts wusste von Thornleys persönlicher Beteiligung am Harmonizer-Projekt. Und um sicherzugehen, dass sich ein derartiger Vorfall nicht wiederholt, führen wir derzeit zusätzliche Sicherheitsprotokolle ein. FutureTech hat sich dem Erfolg verschrieben. Und dem Allgemeinwohl. Und wir freuen uns darauf, der Welt eine bessere Zukunft zu schenken. Die alliierten Staatschefs haben uns gedankt für die Neutralisierung des verwirrten Thornley. Tatsächlich. In diesem Augenblick verlassen ihre Truppen unser Hoheitsgebiet, um für die Sicherheit der eigenen Grenzen zu sorgen. Wir haben ihr Vertrauen gewonnen, Genosse. Und nun werden wir mit dem Wiederaufbau der glorreichen Union der sozialistischen Sowjetrepubliken beginnen. Das Volk dankt Ihnen, Kommandant. Die UdSSR kehrt zurück zu alter Größe. So sieht's aus. Und wir sind, wie gesagt, durch.
mit den Sowjets, Freunde. Das heißt, wie gesagt, als nächstes sind die Alliierten dran. Aber Freunde, nicht in dieser Aufnahme, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Wenn wir dann anfangen mit den Alliierten und dem storyrelevanten Teil. Ja, ich sag's ungern, aber leider ist es so. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig, Freunde, bleibt gesund. Ciao, ciao.